Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Heute mit Emergency 4, aber wie ihr seht, ist es nicht das normale, sondern ich spiele heute den Winterberg-Mod. Von mir aus gesehen die geilste Mod, wo es je für Emergency gab oder gibt. Und ja, beginnen wir doch gleich und ihr seht vielleicht auch gerade schon, wir haben schon unseren ersten Feuereinsatz. Und schicken wir da gleich mal was hin. Wo brennt es denn überhaupt? Ich habe da immer so kleine Probleme mit dem Spaß finden. Ach, da. Reicht es, wenn wir ein einzelnes Fahrzeug erstmal noch hinschicken? Wobei, wenn sich das jetzt auf die Kirche ausweitet, dann haben wir ein Problem. Der scheiß Busch, der brennt auch so abartig schnell. Das HLF 2016 von Winterberg. Besetzt mit 9 Mann. Auto kann gerne weiter löschen, ne? Sagt bloß an die Karre kann man jetzt. Oh. Was macht denn der? Die Menschen sind auch nicht mehr ganz wach im Kopf. Werden wir mal noch den restlichen Löschzug von Winterberg alarmieren? Mal so wie es jetzt ist, ist ja geil. Ja, da rennen schon die ersten zwei. Der meint auch, er müsste jetzt gleich sterben oder so. Tank ist ja, bla bla, leck mich. Löscht trotzdem weiter. Das finde ich voll witzig, das ist so ein kleiner Bug. Trotz leerem Tank kann das Auto trotzdem weiter löschen. Den Hydranten hier noch. Wir packen wir mal nach da unten um. Kann ich gerne weiterlaufen. Ach was, der kommt nicht weiter. Der auch nicht. Das sind ja echt solche Muschis. Thank you.
fährt denn die Karre jetzt hin? Soll ich hier reinfahren? Ich fahr halt nicht um die Kurve. Verstehe nicht, was die alle machen. Sind die alle hirnbekloppt oder sind die nicht mal ganz Bache im Kopf oder was ist mit denen los? Haben die irgendwie Laufstörungen oder so? Oh, das ist viel zu laut, ey. Müssen wir die Karre mal noch ein Stück weiter vorfahren? Los, mach! Schneller, hin! Los! Gut. Einsatzleiter. Einsatz beenden. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Fahrzeug 9. Ja, auch zusammenpacken und auch heimfahren. Wo liegt der Typ? Da. Für den spaßigen Einsatz brauchen wir hier so eine Karre. Eine von der Bundeswehr da, die Menschen. Weil die, wenn irgendwelche verletzten Personen von der Bundeswehr hier sind, können die nur mit den Kerle hier abgeschleppt werden. Soweit ich das noch weiß. Die Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Lupfe den auf. Was ist denn nochmal einer umgekippt irgendwo oder was? Schnell Notarzt hin. Dann können wir da mal reinlunzen, was da drin jetzt los ist. Kann ich gerne mit Blaulicht Martinson fahren, gell? Ja, wie gesagt, geile Mod. Und ich werde jetzt die Mod hier, also die Winterberg-Mod und die Frankfurter Main-Mod werde ich spielen. Weil das sind meine persönlich liebsten Mods. Und ja, werde auch versuchen, jeden Tag irgendwie ein Video hochzuladen. Ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt mache, aber ich denke mal schon gute 20 Minuten oder länger. Ja.
manchen Sachen ist der Ton abartig laut. Aber ich weiß nicht warum. Ich hab's schon aufs Maximale runtergedreht. Aber es wird an manchen Stellen einfach nicht leiser. Oh, jetzt ist er krepiert. Wenn er so rumschreit. Mal schauen, ob der Notarzt ihn noch wiederbeleben kann. Oh ja, kann er. Defibrillator raus und... Das hat er jetzt gut gemacht, oder? So. Ich fahr jetzt hier ganz schnell wieder hin. Los! Ausfall durch technischen Defekt. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen. Das finde ich wieder witzig. Hier gibt es nämlich keine Ampel. Das hatte ich schon ein paar Mal. Das ist einfach nur witzig. Nee, Wasserwerk hier. 57 Nicker. Ich finde das voll witzig. Weil ich sehe hier nämlich nicht so wirklich eine Ampel. Aber. Ja, hier ist keine Ampel. Also, verstehe ich das nicht gerade so, aber naja. Lassen wir das Spiel mal so tun, als wäre da eine Ampel. Der Notarzt muss da jetzt mitfahren, weil der so schwer verletzt ist und dass der unterwegs nicht umkippt oder so. Da kommt unser Siemens-Menschle. Siemens-Techniker. Da fährt Kripper. In Zivil. Da steht ein heißer Schlitten vor so einem Riesenhaus mit Skateanlage. Will ich auch haben. Brauche ich aber nicht. Ich werde euch den Link, wo ihr die Mod runterladen könnt, mache ich euch auch in die Beschreibung unten rein. Also wenn ihr es auch haben wollt, einfach unten in der Bildbeschreibung oder Videobeschreibung draufklicken und runterladen. Wenn ihr nicht wisst, wie es installiert wird, YouTube hat da bestimmt auch ein paar, wo das zeigen. Und wenn ihr es doch nicht hinkriegt, dann schreibt mir einfach, dann kann ich euch das erklären oder ein gutes Video schicken. So, und ich hätte jetzt gerne einen neuen Einsatz. Jetzt liegt er da rum und faulenzt. Ja, mal was zu der Map. Hier ist ja die große Feuerwache. Dann ein paar Meter neben dran Polizeidienststelle. Hier oben das Krankenhaus mit RTWs und Notarzt. Dann gibt es hier oben Bestatter, der für die Toten. Und dann ist hier unten so eine kleine Bundeswehrstation. Was heißt klein? Eigentlich groß. Wo man auch ein paar ja, alarmieren kann, wie gerade eben da den hier, da
den Bundeswehr-Krankenwagen-Gerätteil-Dings. Und dann gibt's hier die Feldjäger. Die sind dann auch von hier. Das ist dann, glaube ich, die Karre. Ja. Heizen sie mit der Karre hier rum. Aber sonst gibt's, glaube ich, von denen auch wiederum nichts. Nee. Mal ein bisschen Schnee anmachen. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Am Pool. Okay. Daher, dass sie ja nur leicht gestürzt ist, würde ich mal sagen, brauchen wir keinen Notarzt, weil das wäre ja sinnfrei. Mal schauen, ob man mit dem RTW hier reinfahren kann. Hier durch das kleine Törle hier durch. Macht. Oh ja, macht er. Gut. Zum Beispiel, wenn die aussteigen, das ist ultra laut. Und ich meine, die Drehleiter von der Feuerwehr, die ist auch abartig laut. Naja, die ist im grünen Bereich, da so ein grünes Pünktle, also müsste das eigentlich gut hinhauen. Und jetzt haben wir da kurz einsteigen und mit dem Kerelle da eine Vorfahrt. Müssen sie weniger laufen. Sollte sie auch noch so ein Täschle. Nee, halt, stopp mal. Leg schon mal dein Täschle wieder ab. Da mit dem Herrn Kollegen, die jetzt wegfahre in die Krankenhaus. Was ich eigentlich voll gut finde, die machen ziemlich viel selbstständig. Wenn man jetzt die Patienten aufdrückt, laufen hier eigenständig wieder zurück ans Fahrzeug und fahren hier weg, wie man jetzt sieht. Was eigentlich sehr gut ist, kann man sich mehr um noch andere Einsätze kümmern, sofern man welche hat. Und ja, was halt auch gut ist, wenn man bei den Autos einfach nur auf Parken drückt, dann steigen die selbstständig auch wieder ein und räumen alles auf und fahren dann heim. Das ist zum Beispiel, ich glaube, in der Frankfurter Mainmond nicht so. Wenn man auf Parken drückt, dann fährt das Auto so weg, wie es ist. Und wenn halt irgendwo einer rumsteht, dann steht der da halt rum. Und das finde ich jetzt hier auch richtig geil gemacht wieder. Wie eigentlich alles. Bis auf vorher der Fail mit der Ampel. Das ist irgendwie noch nicht so. Oh, da haben die Leute von Winterberg und Friends, heißen die, glaube ich, richtig geile Arbeit gemacht. Wie viele Polizisten fahren denn hier eigentlich rum? Ist voll schlimm. Hier, dort, da, gleich zwei. Die haben, glaube ich, Langeweile oder so. Und ja, zur Feuerwache Winterberg, die hier ist, gibt es noch weitere. Und zwar in Zwischen, heißt es, glaube ich. Wie viele fallen denn hier um? Nicht mehr schön. Dann gibt es noch Siedlinghausen, Grönebach, Langewiese, Altgeringhausen, Altenfeld,
Silbach, Altastenberg, Neuastenberg heißt es, glaube ich. Tun wir den Heini da mal sanitätern lassen. Dann Niedersfeld, Hildfeld. Dann kann man die Drehleiter noch einzeln hier anfordern. Ein Großtanklöschfahrzeug von irgendwo. Ich weiß gar nicht, ist das hier stationiert oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Der Gerätewagen Atemschutz, der ist, steht glaube ich hier drin. Ne, das ist der GW Logistik. Hier, nein. Wo steht der? Der müsste eigentlich hier irgendwo drin stehen. Naja, tut das halt nicht. Dann der GW Nachschub, das war glaube ich der Logistik gerade eben. Und dann kann man hier zwischen örtlicher Feuerwehr, Löschzug, Hilfeleistungszug, Hilfeleistungszug mit Kran, Gefahrgutzug, Waldbrandstufe 1, einzelnes Fahrzeug von der Wache oder technisches Hilfefahrzeug anfordern. Feuerlöschboot gibt es dann auch noch, das kommt von irgendwo Arsch der Welt. Und wenn man eben auf Sirene umstellt, dann werden glaube ich von der Umgebung noch ein paar mehr mit einbezogen, soweit ich das weiß. Beim nächsten Feuereinsatz können wir mal auf Sirene umstellen, weil ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Oh. Brauchen wir auch noch einen Notarzt, weil nämlich jetzt verkackeiern. Ja, ich weiß, dass wir einen Notarzt brauchen. Der kommt doch gerade. Kotzen die Menschen hier an. Sind schon zwei Stück umgefallen, da sieht man genau, wie sie fehlen. Das sind alles Scharfschützen hier. Die halten die Waffen aber richtig gut, du. Der hier zum Beispiel, die liegt ja nur vor ihm. Und die hier? Und sie auch, schwebt in der Luft. Ja, ich schaue jetzt mal, ob ich nach dem Einsatz jetzt eine kleine Pause reinlege. Aber das schauen wir, ob oder was danach noch für ein schöner Einsatz kommt. Gehst du da rein? In die Auto. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich immer irgendwie ein paar Folgen Winterberg machen soll, dann ein paar Folgen Frankfurt am Main oder ob ich immer abwechselnd machen soll, eine Winterberg, eine Frankfurt am Main. Das muss ich mir jetzt noch dann überlegen. Aber wahrscheinlich werde ich einfach querbeet durch mal alles durchhauen. Werden wir ja sehen. Lasst euch einfach überraschen. Ich muss mich auch überraschen lassen, wie ich das mache. Aber irgendwie eine Lösung gibt es immer. Und jo. Waren jetzt keine großartig aufregenden Sachen dabei. Oder Einsätze, sagen wir es mal so. Und ja, dann mache ich jetzt mal eine kleine Pause und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play von Immersion wieder dabei und
ihr schaut auch meine Videos weiter. Ich habe Star Wars Battlefront 2 LP noch. Und ich hoffe, ihr schaut es auch an. Und ja, bis zum nächsten. Tschö.